Im Sport geht es heute bei uns natürlich sportlich zu, aber mit Sport im klassischen Sinne hat der Bericht von Dominik Barcelli nicht viel zu tun. Wing Chun nämlich ist eine alte chinesische Selbstverteidigungskunst, die mit Kampfsport wie zum Beispiel Kickboxen recht wenig zu tun hat. Und wer hätte es gedacht, bei uns im Saarland kann man Wing Chun von einem der Weltbesten lernen. Der Sport wird präsentiert von Saartoto und OZZ. Der Sportwette. Wetten, fiebern, gewinnen. Frank Ringeisen ist seit 20 Jahren dem Wing Chun verfallen. Der Schüler des legendären Großmeisters Sifu Kernspecht lebt Wing Chun und er vermittelt in seiner Akademie in St. Ingbert und Dudweiler die Lehre dieser außergewöhnlichen Disziplin. Auf den ersten Blick erscheint WT wie ein Kampfsport unter vielen. Doch der Unterschied beginnt schon beim Wörtchen Sport. Wing Chun ist eine chinesische Kunst der Selbstverteidigung und es fällt eigentlich nicht in die Kategorie Sport, sondern es geht tatsächlich hauptsächlich um realistisch anwendbare Selbstverteidigungstechniken, die sowohl Männer wie Frauen auf der Straße in einer Notwehrsituation anwenden können müssen. Körpergröße und Kraft spielen beim WT keine Rolle. Die Bewegungen erscheinen fast fließend und mit der klassischen Haut drauf und Schlag-zu-Attitüde vieler Kampfsportarten hat WT rein gar nichts gemein. Wing Chun basiert auf der Kunst des Siegens durch Nachgeben und basiert auf der Möglichkeit, Kraft des Gegners auszunutzen für die eigene Aktion. Sowohl zur Unterstützung der eigenen Aktion, als auch um eine Idee zu kriegen, was meine nächste Aktion überhaupt sein kann. WT ist sehr eng auf die Angriffsmöglichkeiten des Gegners abgestimmt. Die Kunst des WT beruht also auf der Fähigkeit, die Kraft des Gegners in eigene Energie umzuwandeln. Wing Chun beschränkt sich aber trotzdem nicht nur auf die rein körperliche Ebene der Verteidigung. Wir als Lehrer stellen es eigentlich bei jedem Schüler fest, dass er ein positiverer Mensch wird, der aufgeschlossener, man kann es sich auch leisten, aufgeschlossener auf jemanden zuzugehen. Denn wenn Sie eine längere Zeit WT trainieren, Sie müssen sich nicht mehr bedroht fühlen irgendwo. Wo jemand anders noch sich bedroht fühlt und vielleicht ängstlich reagiert, da sind Sie in der Lage, aufgrund Ihres besseren Selbstbewusstseins positiv in eine Situation reinzugehen und erstmal zu schauen, was ist denn da los? Ja, kann ich vielleicht irgendwie was tun oder was helfen? Diese Selbstsicherheit ist ein wesentlicher Aspekt des WT, der vermittelt wird. Im Training herrscht eine ruhige, familiäre Atmosphäre. WT kommt ohne militärische Befehlsstrukturen aus. Frank Ringeisen ist der Sifu, der Vater. Und wenn er seine Kunst an der Holzpuppe demonstriert, wird jeder Zuschauer zum faszinierten Junior.